Ich zeige euch heute den besten Skin für jeden Brawler. Dabei haben wir auch schon alle neuen Brawler dabei aus den Updates und alle neuen Skins, die ich heute schon über den Entwickler-Account spielen kann. Und dazu haben wir auch neue Skins dabei, die noch gar nicht rausgekommen sind. Viel Spaß! Creator-Code? Jo Jonas. Der erste Brawler ist Shelly, der direkt ein neues Aussehen als einziger Brawler bekommen hat, eine ganze Menge Skins. Und zwar Bandita Shelly, Star Shelly, Hexe Shelly, PSG Shelly, Star Golden, Star Silber lassen wir mal aus, Prinzessin Shelly, klassische Shelly und Eulenhexe Shelly. Und ich sag ehrlich, ich glaube, ich mag den neuen Skin sogar am liebsten. Eulenhexe Shelly für mich hier auf die 1 mit dem geilen Hexenbesen vor allem und dieser geilen Eulenpistole. Weiter geht es mit Nita. Dort haben wir Panda Nita, Leuchtnase Nita, Shiba Nita, Koala Nita, Baltor Nita, Gummibär Nita und neu. Ich hab den Skin noch nicht. Wieso habe ich den noch nicht, hä? Powerschädel, Nita. Okay, extra fürs Video kaufen wir den Skin, wie immer, wenn ihr mich supporten wollt, mit Creator-Code Jonas im Shop. Vielen Dank. Denn der Skin ist legendär und damit für mich auch der beste Nita-Skin. Wir sehen ihn jetzt hier einmal in groß. Powerschädel, Nita. Zerra-Zirkus-Skin. Und hier die ganzen Pins kriegen wir auch noch in Top. Boah. Der eine ist sogar hier noch draußen, so viele sind das gewesen. Das ist echt crazy, dass man alles dann im Paket bekommt. Und die haben das Aussehen verändert. Die Augen von dem Elefanten sind jetzt auch rot im Menü. Also echt cooler Skin, muss man wirklich sagen. Bei Cold wird es sehr krass, passt auf. Wir haben nämlich Rockstar Cold, Dynastieagent, Gesetzesloser, Corsa, Herausforderer, Revolverheld, Sportskanone, Heizahn, Banone. Dann gratis bekommen wir zum 24. den dunklen Engel Cold Skin. Junge, der ist absolut krank. Den kann ich jetzt hier schon spielen über den Entwickler-Account. Schaut ihn euch an. Allein diese Animation muss ich wirklich sagen. Und die Pins kommen auch nochmal dazu. Das ist wirklich krass. Hier, diese Opening-Animation macht den Finish schon absolut krass. Ich meine, boah, dieses goldene Aussehen mit den Flügeln und der Kanone. Pistolen. Und hier spielen wir ihn einmal. Also, dass es den gratis gibt, das finde ich so geil wirklich. Und diese Schüsse sehen wirklich absolut krass aus. Und das Geilste ist, das ist nicht alles bei Cold. Das ist nicht alles. Wir schauen uns aber erstmal noch die Ult an. Das hier ist die Ulti. Boah, das ist wirklich krass, ne? Das ist wirklich, wirklich krass. Also, ja, ich will jetzt nicht zu sehr abfeiern, aber... Oh, was war denn der... Was war das für ein Bug? Und dann haben wir auch noch den neuen Cold Mecha Skin. Das wird wahrscheinlich ein legendärer Skin werden und gewonnen hat diese Variante hier. So, jetzt ist natürlich die Frage, welcher ist besser? Ich persönlich... Es wird auf die Animationen sehr ankommen. Ich glaube sogar, der Mecha Skin wird immer besser, weil er noch Kill-Animationen bekommt und krasser am Ende sein wird. Es ist echt schwierig, sich da zu entscheiden. Es geht weiter mit Bull und dort haben wir den Wikinger Bull. Quarterback Bull, dann in Blau, den Linebacker Bull, Barbarenkönig Bull, Kosmoskämpfer Bull, B800, Löwe Bull, Bullman habe ich zuerst angedrückt, Löwe Bull und Streuner Bull. Ich sage tatsächlich immer noch Löwe Bull. Oder? Ah, ich sag Barbarenkönig Bull. Es ist echt schwer, manchmal ändern sich die Meinungen bei mir auch, ne? Sie sind sehr knapp hier bei Bull, muss ich wirklich sagen. Ist halt für Clash of Clans und Clash Royale geil, ne? Wir haben Brock, dort haben wir den Beach Party Brock, den Brock Dancer, Löwentänzer Brock, Outroader Brock. Super Ranger Brock, Oldschool Brock, Kurier Brock, Tom Brock und Zeus Brock. Und der gewinnt auf jeden Fall. Der gewinnt auf jeden Fall. Die haben die Wolke angepasst. Die Wolke hat es so eine schöne 3D-Animation bekommen. Seht ihr das? Die wabert so hier vor sich hin. Das sieht geil aus. Geiler Skin. El Primo hat auch einen neuen Skin im Update. Zu dem kommen wir gleich. Wir haben El Rudo Primo. Der hat hier eine geile Animation. El Rey Primo, El Brown, El Atomico, El Dragon Verdoso, El Dragon Rosado, also rosa und grün. El Tigro haben wir, El Corazon und El Mayordomo. Aber der neue Skin wird El Quarterback heißen, also wahrscheinlich El Quarterback ausgesprochen eher. Ich habe es ein bisschen Spanisch ausgesprochen. 199 Gems ist ein mythischer Skin. Super Brawl Skin, das heißt zur Super Bowl Finale. Mitte Februar wird er rauskommen. Und seid ehrlich, das ist schon krass von der Animation allein jetzt hier schon mal im Menü. Also ich glaube, wir entscheiden uns mal gleich, aber schaut euch das schon mal an, ne? Schon wild. Wie ich finde, eine sehr geile Animation für den Skin auch. Wobei die Angriffe sind relativ normallos, weil allgemein eine geile Idee und vor allem die Ulti ist sehr, sehr heftig. Passt auf, einmal so. Und es ist schon so geil. Es ist einfach Touchdown, ne? Man sieht es vielleicht, ich glaube mal in die Richtung besser. Ihr müsst vor allem darauf achten, hinterlässt noch diese Felder vom, die Football-Begrenzung hier hinter sich, ne? Das sind so Felder hinter sich und dann Touchdown. Geiler Skin. Auf jeden Fall der beste. Wir haben Barley. Bei Barley haben wir den goldenen Barley, Magier Barley, Buckley, der ist witzig, Ahorn Barley, roter Magier Barley, Einhornritter Barley und Kung-Fu-Meister Barley. Ich gehe knapp, denke ich, mit dem Einhornritter Barley. Ist so ein bunter, cooler Ritter, hat auch coole Animationen bekommen. Ist für mich der beste Skin. Hier sieht geil aus. Auch Poco hat einen neuen Skin im Update. Wir haben aber erstmal den Serenadensänger, den Piraten, den Poco Star Skin, Loco Poco, Desperado Poco.
Okay. Neuester CCTV-Poco, 149 Gems, wird Mitte Januar rauskommen, also schon relativ bald. Und der ist eben passend zur Starpark-Geschichte. Das ist auch eine neue, oh mein Gott, das ist eine neue Kategorie. Da werden bestimmt noch mehr Skins in der Art rauskommen, die zum Starpark dazugehören. Finde ich sehr geil. Ja, wieder mit einigen Pins. Und so sieht er im Menü aus. Das war eben Poco, bevor er zum Brawler wurde. Da sehen wir seinen großen Hut. Und er sieht echt cool aus, finde ich. Und so wird er im Spiel aussehen. Von hinten und von vorne sieht er echt ganz anders aus, wenn man ihn so dreht. Das finde ich schon mal echt interessant. So sehen die Angriffe aus. Sind genauso Wellen wie auch in der Starpark. Geschichte. Sieht echt ganz cool aus, oder? Die Ulti jetzt hier nochmal. Sind so drei Wellen oder vier Wellen, die ausgehen. Boah, sieht schon geil aus. Finde ich einen coolen Skin. Wir haben Rosa. Auch da haben wir inzwischen einige Skins. Den Brawloween-Skin, Kokosnuss, Major, Mantis Rosa und Stierlederin. Also wir haben vor allem bei den neueren, älteren Brawlern viele Skins. Ich tue mich echt nicht leicht. Ich glaube, ich gehe mit dem Brawloween-Skin sogar. Das ist eine knappe Entscheidung. Ich finde ihn echt geil. Der Skin ist cool und ist ein Halloween-Skin. Ja, keine Ahnung. Weiter geht's mit Jessie. Auch die hat einen neuen Skin. Teilweise sind die Skin-Entscheidungen natürlich einfach nach Bauchgefühl und Geschmack. Ist ja logisch bei Skins. Könnt natürlich eure Meinung auch gerne in die Kommentare schreiben. Oder auch gerne mitmachen natürlich. Jetzt auch hier immer für euch überlegen, was ihr am coolsten findet. Drachenritterin haben wir. Sommerfan. Schattenritterin. Tanuki. Roter Drache. Jessie kam zum China-Release. Und der ist halt geil. Katzenbanditin-Jessie. Ich sage jetzt schon ehrlich, das ist für mich der beste Jessie-Skin. Aber wir haben trotzdem noch einen neuen Jessie-Skin. Und zwar den Puppe-Jessie-Skin. Mitte Februar müsste es sein. Das ist Valentinstag, glaube ich, am 14. Februar oder so. Ich weiß es gerade nicht genau. Kommen immer eben so Valentinstag-Skins raus. Wir sehen eben mit so Knopfaugen Jessie und auch so ein rotes Geschütz. Und man muss wirklich sagen, der Skin ist für 29 Gems echt gut. Klar, keine Schussanimation. Das sehen wir schon mal als allererstes. Aber sieht halt schon mal anders aus als die normale Jessie. Aber ich finde vor allem das krass, ihr Geschütz. Ihr Geschütz ist rosa. Das heißt, sie haben auch wirklich das Geschütz hier verändert. Da sehen wir, wie das Ganze aussieht. Ich find's cool. Wirklich, also für den Preis, geil. Dynamike hat auch echt viele Skins inzwischen. Den Mike-Nachtsmann, den Chili-Koch-Mike, den finde ich geil, den Robo-Mike, Coach-Mike, Page-Mike, PSG-Mike, Schimmliger-Mike, klassischer Dynamike, das ist die OG-Variante, wie er früher aussah, und Tango-Mike. Ich muss ehrlich sagen, viele coole Skins, auch gerade die finde ich geil. Aber am besten ist Robo-Mike, ne? Also legendärer Skin auch inzwischen. Das ist ja fast nicht mehr deine, Mike. Also dieses Küken auch, was ihn steuert, ist geil, finde ich. Tick kommt auch mit vielen Skins. Und zwar Krabbenkönig-Tick, Schneemann-Tick, Tick-Schuki und Cerberus-Tick. Das ist der Beste. Die goldenen Silbernen nehme ich raus, weil die hat ja fast jeder inzwischen. Die sind auch echt langweilig im Vergleich. Das ist cool. Der ist echt cool. Wirklich. Der ist mythisch. Wir haben 8-Bit. Und jetzt wird es sehr spannend. Wir haben erstmal den 8-Bit Classic, den Virus 8-Bit. Der ist sehr krass. V8 8-Bit und Spukhaus 8-Bit. Jetzt schauen wir uns hier einmal den Virus 8-Bit in groß an, denn davon haben wir jetzt im Update natürlich eine neue Version, die erst rauskommt. Virus 8-Bit sieht nämlich so aus und hier haben wir den Antivirus 8-Bit. Die wollten die alten Skins, die nämlich exklusiv sind, nicht nochmal rausbringen und bringen deswegen Farbvarianten davon raus. Der kommt übrigens am 1. Februar, wird ein legendärer Skin sein für 300 Gems. Absolut krasse Pins, also boah, so ein flackernder K.O.-Pin, auch geil. Und er ist halt schon sehr, sehr ähnlich farblich. Ich kann euch jetzt gar nicht sagen, wer hier besser ist, sage ich ehrlich. Also, wenn wir auch ins Spiel gehen, sieht er halt auch, er sieht halt fast identisch aus. Ich muss ehrlich sagen, ich finde auch, dass er echt zu ähnlich ist. Also, ich weiß halt nicht. Er hat auf jeden Fall eine K.O.-Animation, sobald er einen Kill macht, weil er ein legendärer Skin ist. Ne? So ein pixiges K.O. kommt da raus. Ist geil, da ihr euch eh den nur kaufen könnt, weil der andere exklusiv ist, könnt ihr dann euch entscheiden. Wenn ihr natürlich beide habt, ist natürlich die Frage. Ich sag, die sind gleich fast. Auch Rico hat einen neuen Skin im Update, aber erstmal die alten Skins, und zwar Reicher Rico, Popcorn Rico, Ricochet, das ist wieder der OG-Skin, wie er früher aussah in der Beta. Dann haben wir Wächter Rico, dann haben wir Hühnchen Rico und Leuchtkäfer Rico. Hühnchen Rico sieht auch witzig aus. Und Leuchtkäfer Rico, genau. Am 4. Januar bekommen wir dann den Final Boss Rico. Das wird der Rico-Skin für die Powerliga sein. Und das ist für mich sogar der beste Rico-Skin. Der kostet ansonsten noch, glaube ich, 199 Gems. Also ist mythisch. Und die Schüsse werden hier so Feuerfarben. Also so Geister schießt er ab. Sehr krasser Skin, finde ich. Okay, den Gempreis wissen wir noch nicht, was er danach kosten wird. Wir haben Daryl. Bei Daryl haben wir den Dimsum Daryl. Der verschießt Sojasauce. Den habe ich damals gratis bekommen. Das weiß ich noch. Was kostet Daryl? Dann haben wir D4RY1. Den Megabox Daryl. Omega Box Daryl natürlich, Crash Test Daryl und Intergen Daryl. Und für mich ist es immer noch relativ knapp, aber ich glaube, ich gehe immer noch mit dem Mega Box Daryl. Ich finde ihn auch gerade jetzt als Erinnerung an die alten Megaboxen irgendwie echt cool. Und er sieht auch so krass aus. Penny kommt mit dem Helferlein Penny Skin, Häschen Penny, Dunkles Häschen Penny, Schmugglerin Penny und Waschbär Penny. Oh. Ich bin ehrlich, alle Penny Skins holen mich nicht so krass, aber der ist ganz cool. Die hat auch ein Geschütz, was Geschenke verschießt. Der ist auch schon älter, der Skin. Wir haben Karl. Bei Karl haben wir den Rowdy Karl, Schweinereiter Karl, auch für Clash Royale geil, Leonard Karl, Kapitän Karl, Schwarzufer Karl, Surfer Karl, Biker Karl,
Sultan Karl und Kobold Karl. Super viele Skins inzwischen. Krass, ich gehe mit dem Sultan Karl. Der ist schon cool, hat einen coolen Angriff, so einen Sandangriff mit seinem Teppich hier. Bei Jackie haben wir inzwischen auch ein paar Skins. Und zwar Konstrukteurin Jackie, den finde ich echt nicht so spannend leider. Ultrafighterin, Geschenk Express und Jackie Cookie. Ich gehe mit dem Geschenk Express. Der hat vor allem echt geile Schneeangriffe, ist sogar gerade zufällig passend zu Weihnachten. Das ist allerdings nicht der Grund, ich finde den auch so am besten. Wir haben Gast, der hat gar nicht so viele Skins, aber immerhin einen Weltmeister-Skin mit dem World Champion Gast. Dann haben wir Pfadfinder Gast, okay, ich habe eigentlich nur zwei, aber immerhin World Champion Gast natürlich am besten, auf jeden Fall. Schaut ihn euch an, für SETA 2022 zu werden. Bow kommt inzwischen auch mit einigen Skins, und zwar Mecha-Bow, Licht-Mecha-Bow, Gold-Mecha-Bow, Horus-Bow, Unterwelt-Bow, Krieger-Bow, Ho-Ho-Ho-Bow, Espe-Bow, Obergottheit-Bow und Platin-Gottheit-Bow. Die sind relativ neu noch, ne? Ich gehe mit der Obergottheit-Bow. Das ist die gelbe Variante von dem Bow-Skin. Finde ich persönlich am krassesten. Sieht echt geil aus. Ems hat Mean Girl Ems, Superfan Ems, DJ Ems und Harajuku Ems. Ich glaube, Harajuku Ems ist der beste Skin für mich. Die tanzt diesen Friday. Heißt die Friday? Wednesday hieß der Film. Tanzt nicht Friday. Falschen Wochentag gesagt. Mit so einem coolen Dings hinten dran auch. Ist ganz cool, der Skin. Stu bekommt einen neuen Skin im Update, aber wir kommen jetzt erstmal zu den aktuellen Skins. Und zwar Superstar Stu, Schmus Stu, Kopfloser Reiter Stu und, ich glaube auch der beste für mich immer noch, ist der Sportler Ass Stu. Der ist geil. Der hat auch, ist auch ein legendärer Skin, vor allem, wobei er sieht gar nicht mal so krass in-game aus, finde ich. Neu bekommen wir zu Weihnachten den Stu-Nachtsmann. Den darf ich auch schon vor dem Update an euch verlosen. Die Verlosung war, glaube ich, unter dem Brawl Talk. Läuft auch noch, ich schaue kurz danach. Der kommt, wissen wir nicht, Mitte Dezember steht da. Also könnte er sogar schon eigentlich jetzt mal rauskommen. Denn der andere Miko-Skin, der auch Mitte Dezember rauskommen soll, ist heute gerade im Shop. Also wahrscheinlich morgen oder so, oder die nächsten Tage dann zu Weihnachten, ist für mich dann der zweitbeste Stu-Skin. Wobei der im Menü sogar nochmal cooler aussieht. Aber im Spiel schauen wir uns das hier auch mal an. Und so sieht er hier einmal im Spiel aus. Der verschießt eben so kleine Geschenke, was ich schon mal ganz cool finde. Und seine Ulti, also erstmal auch allgemein, wie er aussieht, mit dem wehenden Mantel. Das ist eher eigentlich vor allem cool, mit diesem wehenden Mantel und dieser Mütze. Aber jetzt die Ulti ist auch echt geil gelungen, finde ich. Das sind so kleine Geschenkespuren, die er hinter sich lässt. Und nicht vergessen, gerade mit Stu, der steht eben extrem viel. So, hier sehen wir einmal, ne, wir können auch hier auch dauerhaft nämlich die Ulti mit ihm haben, indem wir erst schießen und dann ulten. Und dann haben die dauerhaft diese Schneespuren. Finde ich geil. Auch Piper hat einen neuen Skin, aber erstmal haben wir Pinke Piper, Calavera Piper, Liebesbotin Piper, Choco Piper und Mondlicht Piper. Und jetzt wird es sehr schwierig. Ich gehe, glaube ich, sogar mit dem neuen Skin. Und zwar Fahnenträgerin Piper. Die hat vor allem auch sehr krasse Animationen. Kommt einfach zum Karneval in Brasilien raus. Das heißt, Mitte Februar ebenfalls im nächsten Jahr. Das ist der Brawl-Neval. Hat so ein Fußbild als Profil-Icon. Das ist ein bisschen weird, aber okay. Hier, da sehen wir den Skin. Aber wie er hier tanzt. Er sieht schon echt cool aus. Und ist halt geschmückt hier. Passend zum Karneval. 149 Gems finde ich auch echt angemessen. Und die Schüsse, die sind, also in-game sieht ja echt mal ganz cool aus mit dieser fliegenden Fahne. Aber die Schüsse sind es halt, pass auf, die Schüsse sind halt so Papageien. Und umso weiter der Schuss fliegt, der wird er erst blau, grün, gelb. Immer blau, grün, gelb. Finde ich übel geil, wirklich. Und dazu natürlich die Ulti. Die müssen wir jetzt hier einmal ganz kurz aufladen. Passt auf. Die ist immer geil. Das sind so drehende Trommeln. Passt auf. Zack. Und die dreht sich auch in der Luft vor allem. Das macht die normale Piper, glaube ich, nicht ganz so krass, oder? Haben einmal hier gezeigt. Das sieht, finde ich, wirklich geil aus. Bei Pam ist es ziemlich eindeutig, denn wir haben die Poolprinzessin Pam, Stonks Pam. Das ist auch cool, finde ich. Aber am besten ist die böse Königin Pam. Legendärer Skin, sehr krasse Schüsse. Hat so einen feuerspeienden Drachen hier in der Hand, ne? Auch Frank bekommt einen neuen Skin. Also wir haben echt viele neue Skins, finde ich. Höhlenmensch Frank. DJ Frank, Weihnachtsfeier, den finde ich immer noch geil mit diesem Tannenbaum, ne? Vanara Frank auch sehr krass. Und am krassesten finde ich, kann ich jetzt schon mal sagen, weiterhin, glaube ich, den Geisterritter Frank. Den habe ich auch schon mal gepusht auf 750. Der ist wirklich geil. Aber Frank kriegt einen neuen Skin. Und zwar, oh, der ist sogar legendär. Oha, okay, ich habe mich jetzt trotzdem hier für den Geisterritter Frank entschieden, sogar, obwohl der legendär ist. Einmal in Rot, den roten König Frank, mit den ganzen Pins hier in Rot. Das ist krass. Und zum anderen in Blau. Dieses Angebot werdet ihr so nicht im Spiel finden. Das ist hier nur auf dem Entwickler-Account. Den könnt ihr nur über den Supercell-Store kaufen. Werde ich euch dann mal zeigen, sobald er raus ist. Also der wird so nicht im Spiel direkt drin, also zu kaufen sein, sondern halt nur über diesen Store. Okay, das Datum ist noch gar nicht bekannt. Ich werde dann einfach ein Video zu machen und euch zeigen, wie ihr den Skin kaufen könnt, wer den natürlich haben wollt. Schauen Sie uns hier einmal den roten König nochmal in-game an. Ist halt geil für die Clash Royale-Fans vor allem. Let's go. So sieht er im Spiel aus. Ist eben angelehnt an einen König aus Clash Royale. Ich habe ja früher auch mit Clash Royale angefangen. Kann ich gleich nochmal erzählen. Sieht geil aus. Auch so dieser. Der hat einen Turm als Hammer. Der hat einen Turm als Hammer und verschießt auch so Kanonenkugelwellen wie der Turm. Beim Kill kommt so eine kleine Fahne raus, die er hinsteckt. Und seine Ulti.
Ist absolut geil. Sehr, sehr krass. Übrigens, ich habe früher als E-Sports-Spieler in Clash Royale angefangen und bin so auch auf YouTube groß geworden. Schaut gern vorbei auf meinem Jo-Jonas-Kanal. Weiter geht's mit Bibi, mit der Heldin Bibi, mit Zom-Bibi, Verbrecherin Bibi, böse Bibi, Bibi RJ, Kaugummi Bibi und verfluchte Piratin Bibi. Der beste Skin ist für mich, glaube ich... Nein, auf gar keinen Fall, bitte, ich hätte fast Gems ausgegeben. Verfluchte Piratin Bibi ist für mich der beste. Boah, das wäre echt bitter gewesen, die Gems will ich lieber sparen. B kommt mit Marienkäfer B, Megakäfer B, Neko B, Goldneko B, Erzschurkin B. Ja, klare Sache, ne? Immer noch Megakäfer B. Ist länger draußen der Skin, aber ist immer noch einer der krassesten für mich. Nani hat inzwischen auch mal coole Skins. Retro Nani, Sally Nani, Glock Nani und natürlich Ares Nani. Haben wir einen neuen Nani-Skin? Ich glaube nicht. Nee, dann ist Ares Nani auf jeden Fall der beste Nani-Skin mit Abstand, ne? Auch Edgar hat einige neue Skins bekommen, allerdings nicht in diesem Update, aber Pistolero Edgar, Orochi Edgar, saukrasser Skin, dann noch Dr. Edgar, Edgar Tata, Düsterschwing Edgar und dann das hier nochmal. Mecha Edgar in der Version, 01 Nummer und 02. Ich finde den originalen Mecha Edgar aber sogar am besten. Absolut krasser legendärer Skin, habe ich auch letztens auf 750 gepusht. Bei Griff haben wir den Schlittenfahrer Griff, Highscore Griff und versunkene Truhe Griff. Der sieht, finde ich, echt geil aus. Der sieht wirklich echt geil aus. Der verschießt auch so Münzen und Schatzpläne. Schatzrollen, keine Ahnung, wie man es nennt. Wir haben Grom mit dem Häschen Grom, Franken Grom und ganz klar, ne, Dasis Grom. Der kam zum Lichterfest in Indien raus. Ganz, ganz, ganz krasser Skin, da sage ich ehrlich, ist schon geil. Wir haben Bonnie mit Herrscherin Bonnie, Einhorn Bonnie und Fußball Bonnie. Die beiden Skins finde ich echt nicht so geil, aber Herrscherin Bonnie ist ganz cool. Aber Bonnie könnte, finde ich, mal einen krassen Skin noch vertragen. Dann haben wir Gale mit Händler Gale, Nusskacker Gale und Squeakbuster Gale. Ich finde den am besten. Der ist echt cool, gerade zu Weihnachten sowieso, aber der ist auch allgemein am coolsten wegen seinen Sternenschüssen. Dann haben wir Colette, also was echt auffällig ist, wollte ich gerade sagen, die beliebteren Brawler haben auch mehr Skins, denke ich, weil die halt mehr gekauft werden. Wir müssen gleich drauf achten. Wir haben Trixie Colette, Navigatorin Colette, Gladiatorin Colette und Inspektorin Colette. Ich gehe mit Navigatorin Colette. Der Skin ist ganz cool. Jo. So, hier sehen wir einmal dann den neuen Colette-Skin. Colette-Skin. Unser Pink Miaulette heißt der Skin. Sieht schon ziemlich cool aus im Anime-Design. Ist natürlich die Frage, ob euch sowas natürlich gefällt. Hier der Skin einmal nochmal im Menü. Also, ja, ist halt so Cartoon-Design-mäßig. Und hier zeige ich ihn einmal von allen Seiten. Also, ist schon ganz... Ja, ist so ein Coffeeshop-Mitarbeiterin soll es sein. So, und hier einmal der Skin nochmal im Spiel. Ne, mit so Handschuhen auch. Und die Schüsse sind so Kaffeetassen. Also... Ich würde schon behaupten, dass das der beste Skin im Spiel ist für Colette. Und dazu nochmal zwei Farbvarianten, und zwar der Kiro Miaulette Skin und natürlich dieser Skin. Das sind beide dann im Brawl Pass Plus ab dem 4. Januar verfügbar, der Midori Miaulette Skin. Und der normale pinke ist halt, der hier ist im normalen Brawl Pass und die beiden hier halt im Brawl Pass Plus. Da sehen wir den einen nochmal in-game und den gelben nochmal. Ich würde mit dem pinken, glaube ich, oder man weiß nicht so recht. Bei Belle haben wir Belle Goldhand und dann zwei sehr krasse Skins, zwei Efeu-Banditin und Koralle Belle. Am besten für mich auf jeden Fall bei Efeu-Banditin, vor allem mit diesem geilen Holz-Blumen-Pistolen-Ding. Ist ein Gewehr, egal. Ash als nächstes. Wir haben Ash mit Ninja-Ash, Pizzaofen-Ash, Pinata-Ash und Krampus-Ash. Ich gehe mit Pizzaofen-Ash. Der Pizza und dieser Schaufel in der Hand. Habe ich am letzten erst gekauft. Ist geil. Lola mit Rebellen-Lola, Sternsturm-Lola, Gesetzesdose-Lola, Kitsune-Lola und Superreiche-Lola. Ich finde alle nicht so krass persönlich irgendwie. Am ehesten noch, glaube ich, der Sternsturm-Lola. Aber ist knapp zwischen Kitsune und Lola für mich. Dann natürlich Sam. Bei Sam haben wir den Caesar-Sam-Skin. Yeti Sam, auch wieder neu im Shop als Brawly-Day-Skin. Sam der Teddy und Gruselclown-Sam. Junge, ich finde den immer noch so krass. Viele feiern den gar nicht so hart, habe ich gesehen. Die meisten wollten gar nicht, dass ich ihn pushe. Der ist krass. Einfach so ein unheimlicher Clown. Vor allem zu Halloween. Geil. Mandy mit Magma Mandy, MC Mandy und Hanbok Mandy. Ich gehe mit MC, wie heißt denn die? Magma Mandy, der ist krass. Das ist wirklich krass, vor allem so eine Lava-Ulti. Maisie hat nur zwei Skins. Es werden echt weniger bei den neueren Brawlern, logischerweise. Tech Maisie und Dschungelkönigin. Oder Jungle Königin eigentlich, so wie es hier geschrieben wird. Der ist cool, der ist ganz cool. So einen goldenen Arm. Hank mit Hightech Hank, den finde ich nicht so krass. Rodeo Hank finde ich persönlich auch nicht so krass. Ich glaube, der kostet auch 200 Gems, aber er ist ganz cool. Aber ich finde ihn, er ist ganz cool, okay, fair. Pearl hat nur Vintage Pearl und Zero Pearl. Ich gehe mit Zero Pearl. Ist auch interessant, ne, dass die neuen Brawl Pass Skins jetzt auch hier episch und mythisch und so sind. Larry und Lowy, auch die haben jetzt hier schon mal auf den Entwickler-Account. Die kriegen auch schon mal einen Skin und zwar direkt wahrscheinlich zum Release, gehe ich mal von aus. Ja, Anfang Februar, wenn auch Larry und Lowy rauskommen, zur neuen Season direkt, also wahrscheinlich... Ich muss kurz nachschauen, ich glaube immer donnerstags beginnt die Seasons. Kann man jetzt eigentlich schon sagen, das müsste direkt der
1. Februar sein. Am 1. Februar müssen nämlich die Season starten, dann die Kontrolleure Larry und Lowey und der Roller natürlich direkt dazu. Sehr, sehr krass. Eigentlich echt ziemlich günstig, oder? Für so einen Skin. Also, mal wieder, mal schauen, was er so kann. Ich habe jetzt gar nicht genau gezeigt, muss euch gleich mal im Menü mich zeigen. Das sind nämlich Switch-Controller, sollen das darstellen. Okay, pass auf, wir gehen mal jetzt hier so rein. Und die sind echt, ich finde für 29 Gems ist das echt ganz cool eigentlich, oder? Muss ich wirklich sagen. Passt noch gut zusammen. Und hier nochmal im Menü, man sieht auch hier die Buttons, ne? Das ist so der Joystick auf dem linken, auf dem blauen. Und hier der rot hat so, ihr seht es halt hier, ne? Das sind so, also sollen, glaube ich, Nintendo Switch Controller so ein bisschen darstellen im Aussehen. Mythisch. Und jetzt achtet mal auf Mortis. Der ist ja sehr beliebt. Was heißt beliebt? Auch unbeliebt. Aber viele würden für ihn einen Skin kaufen, habe ich mir halt gedacht. Und deswegen hat er auch viele Skins, ne? Rockabilly. Zylinder, okay, der ist eh schon vorgegeben. Zylinderhut, Nachthexer Mortis, Schurke, Strandgänger, Mecker, dann natürlich Lichtmecker und Nachtmecker, Hockey Mortis auch noch, Mecker Mortis am besten, auf jeden Fall. Also der wird es bestimmt auch krass, ich hoffe mal zumindest krass verkauft haben, weil ich finde den echt geil. Aber auch halt teuer für 300 Gems, ne? Dann haben wir Tara. Tara kommt mit Stara. Die haben sie echt angepasst. Das war früher so ein Iris-Tara, hieß der, glaube ich, früher. Nur ein Blau, der ist echt cooler inzwischen. Er ist echt cooler. Straßen-Ninja, Banditin und Wirbelwind, Tara. Ich gehe mit dem Banditin-Tara. Ich finde, Tara könnte mal einen krasseren Skin sogar kriegen, persönlich. Jean hat den Pirat-Jean, den bösen Jean, mein erster Tausender-Brawler und den Sumpfmonster-Jean. Ich sag ehrlich, der ist auch sehr cool, aber so ein böser Jean halt, wie gesagt, mein erster Brawler auf 1000 auch, weil ich den Skin auch so geil fand. Ja, der ist schon verdient, ne? Max kommt mit GT Max, Streetwear Max, Pony Max, Hammers Max, Leopard Max und Panther Max. Boah, ich sag ehrlich, ich glaube Panther Max am coolsten. So ein Panther-Skin halt, ne, logischerweise. Mr. P kommt mit Agent P. Kraft Pengola, übel random, aber okay, ist halt einer der Hollywood-Darsteller, glaube ich. Mr. Fly und Daruma Mr. P. Agent Mr. P ist schon cool, aber ich glaube, ich gehe trotzdem mit Kraft Pengola. Das ist schon ein witziger Skin. Sprout kommt mit dem tropischen Sprout. Der ist auf jeden Fall sehr tropisch am Start. Astronaut Sprout, Smaragdprinz und Rubinprinz Sprout. Und Junge, was ist das bitte? Giftpflanze Sprout, Junge. Perfekter Skin auf jeden Fall. Die ist einfach tot, die Pflanze. Ich gehe mit der roten Variante von Rubinprinz Sprout, ja. Byron kommt mit Overlord Byron und ich habe den Skin noch nicht. Perfekt. Den kaufen wir jetzt auch direkt. Nee, ich habe keine Gems. Egal, ihr seht ihn trotzdem. Zirkusdirektor Byron ist eigentlich auch der krasseste Skin, glaube ich. Ich muss ihn jetzt eigentlich kaufen, komm. Komm hier extra fürs Video. Ich muss eh noch später noch einen weiteren Skin kaufen. Wie immer, denkt an Creator-Code Jojonas im Shop natürlich nochmal. Und damit, wir kaufen mal 2000 Gems, dass ich auch welche auf Vorrat habe. So, es werden auch eh wieder Gems in den Shop kommen. Also, neue Skins in den Shop kommen. Das ist nämlich auch der beste Byron-Skin für mich, muss ich wirklich sagen. Der ist schon geil, der ist schon geil. Zirkusdirektor Byron. Ich kann aber vielleicht im Menü eher anschauen. Wir kriegen auch einiges hier dazu natürlich. Aber ich will jetzt hier... Ja, der ist schon geil. Auch hier diese Augen hinten drin, ne? Und wie auch die Animation hat, ist halt schon geil. Squeak hat den Elite-Kämpfer Squeak, Kartoffel-Squeak, Gespenst-Squeak, Mondhäschen-Squeak und Nerd-Squeak. Ich gehe... Nerd-Squeak ist auch geil. Ich gehe mit Gespenst-Squeak. Der ist geil. Der ist wirklich cool mit so Geistern. Und der sieht auch echt cool aus. So, hat so Halloween wieder. Lou hat Burger-Lou. König Lou, habe ich ihn vorgelesen. Romantiker Lou, aber am besten finde ich Burger Lou. Einfach so ein Burger mit Pommes in der Hand. Perfekt, da freut sich Lukas mit seinem Merch und Marvin. Dann haben wir Ruffs mit Ronin Ruffs, Marshall Ruffs und Ruffs Shimmy. Ich gehe tatsächlich mit, ich finde alle nicht so krass, sage ich ehrlich. Ich gehe, glaube ich, mit Ronin Ruffs. Nein, den finde ich auch nicht geil. Ich gehe mit Marshall Ruffs. Ich finde alle nicht so cool. Tut mir echt leid. Am Ende ist es auch Geschmackssache natürlich. Wir haben Bass mit Bass. Perfekt. Bazette und Kaiju Bass. Ich gehe, glaube ich, mit... Bazette noch am ehesten. Ich mag persönlich übrigens bunte Skins nicht so gerne. Ich weiß nicht, ich spiele eher sowas wie Hexe Shelly zum Beispiel gerne oder so Ritter. Dann haben wir Fang mit Furiosa Fang, Octopus Fang und Kürbiskopf Fang. Wobei Ein- und Ritter Bale fand ich auch cool. Stimmt auch wieder. Ah, es war ein Ritter, stimmt, deswegen. Ich war wahrscheinlich immer so ein festes Thema. Wir haben den Kürbiskopf Fang auf jeden Fall als besten Skin. Das ist für mich keine Frage. Es gibt einen neuen, stimmt, es gibt einen neuen. Das hier ist die neue Variante vom Fang Skin, die ins Spiel kommen wird. Wir wissen noch nicht wann. Ist irgendwie ein Baseball-Finale oder irgendwas, was ich vielleicht auskennt, aber wahrscheinlich kriegen wir beide Farbvarianten. Sieht echt ganz cool aus, finde ich, für die Baseball-Fans. Und zum Start der Februar-Season, am 1. Februar, kriegen wir eine neue Farbvariante vom furiosen Fang, und zwar den rasenden Fang. Da finde ich die Farbvariante persönlich ein bisschen gelungener, ne? Weil der dann auch grüne Haare hat und echt deutlich anders aussieht, finde ich jetzt wirklich. Da sehen wir nochmal, wie er in-game aussieht. Den feiern viele extrem, den Skin. Mir persönlich ist der Skin tatsächlich ein bisschen sogar zu ähnlich zum normalen Fang. Aber ich finde ihn auch schon ganz cool. Einmal hier die Ult vor allem zeigen und zack. Ich finde Fang allgemein krass. Fang für mich aktuell wahrscheinlich der beste Brawler im Spiel. Ich muss mal überlegen, aber die Hypercharge ist halt krass. Und dazu das Popcorn.
Ich werde mal ein Brawler-Ranking zu machen, auf jeden Fall. Wir haben Eve mit zwei Skins leider nur, und seinem stacheligen Eve-Skin und dem Baiku-Eve-Skin. Persönlich gehe ich noch mit dem Baiku-Eve. Auch Jeanette hat einige Skins, und zwar der Valkyrie-Jeanette-Skin, GeForce Jeanette, Hopsa Jeanette, Dunkle Fee Jeanette und Astronautin. Ich gehe, glaube ich, sogar mit der Dunklen Fee. Der Skin sieht auch nochmal irgendwie cooler aus und ist sogar günstiger, ne? Kostet nur 149 Gems. Otis hat den Pfarrer-Otis-Skin, den Oni-Otis. Ach, und der ist sogar schon im Spiel drin, natürlich. Der Win-Otis-Skin oder der W-Otis, je nachdem, wie man ihn nennen soll. Den habe ich sogar jetzt hier schon auf meinem Main-Account kaufen dürfen. Der schießt so kleine Elektrokugeln ab und der Pokal, er schießt einfach den aus dem Weltpokal, ne? Ja, also das war der Pokal zur Weltmeisterschaft. Der Gewinner war ja dieses Jahr mal wieder Zeta. Und ich finde es echt gut gelungen. Ich finde es echt gut gelungen, den Skin mal wieder. Vor allem, wie der Pokal dann so aufgeht. Basta ist auch inzwischen mythisch, sehr ungewöhnlich. Achso, ich muss noch einen Gewinner festlegen. Für mich ist der Gewinner trotzdem der, ich glaube, Oni Otis Skin. Der ist krass mit diesem Drachenkopf, der Feuerspeit. Basta kommt mit Kettensägen Basta, aber am besten ist der Kroko Basta. Krasser Skin mit dem Krokodil als Geschütz praktisch. Ist geil. Gray hat sehr graue Skins logischerweise. Es stört mich auch ein bisschen. Und zwar den Ausreißer Gray, den Detektiv Gray und den Detektiv Gray in der Nra Edition. Also, ja, ich finde den am besten. Ich finde den am besten, weil er am coolsten aussieht und auch am ehesten noch irgendwie Farbe hat. Das finde ich halt gerade bei Grader ganz cool, wenn er mal so aussieht. AT kommt mit dem Gesetzeshüter-AT und dem blutroten AT. Der arme AT hat irgendwie gar keine Skins mehr bekommen, wahrscheinlich weil er nicht so beliebt war, ich weiß es nicht. Blutroter AT ist echt ein cooler Skin, aber auch. Willow hat Axolotl Willow und Skorpion Willow. Ich gehe mit dem Skorpion Willow. Der ist echt krass, der war aus dem Pass, ne? Auch nur 79 Skins. Vielleicht der krasseste, super seltene Skin für mich, wenn ich ehrlich bin. Ist krass, ohne Witz. Chuck hat nur einen Skin. Perfekt. Und zwar nur den teuflischen Chuck. Also, ja, das werden sie hoffentlich mal noch ändern. Der ist nämlich jetzt auch nicht so krass. Hat auch nur einfach rote Augen. Charlie hat zwei Skins. Amazing Charlie schon mal angelegt an Amazing Spider-Man auf jeden Fall. Man sieht es auch so ein bisschen. Und den Blütenschurken Charlie Skin. Den finde ich aber trotzdem am coolsten. Der war auch ein bisschen teurer. Aus dem Pass. Das ist geil. Miko ist neu im Spiel mit dem Macaron-Miko und wir haben, wie gesagt, heute, das ist geil, neu im Shop den Weihnachtsmuffel-Miko. Ich werde den hier extra für euch natürlich kaufen. Da haben wir ihn einmal. Der ist schon echt geil. Schade, dass ich den Push nicht nutzen konnte. Der war noch nicht draußen gestern oder vorgestern. Noch hier ein bisschen was dazu. Hier einmal im Menü nochmal gezeigt, ne? Der ist schon geil. Der ist wirklich geil. Ach so, und es kommt ja noch einer. Das ist nicht mehr der beste Fang-Skin. Passt auf. Aber jetzt hier, ey, Miko-Skin. Jetzt hier. Wenn er so jumpt, der lässt er so Schneefelder und schlägt mit dieser grünen Stange zu. Hat er eine Kill-Animation? Ich denke nicht. Nee, ist ja auch kein epischer Skin, kein legendärer Skin, aber jetzt kommt's. Wir bekommen halt allen Ernstes noch einen legendären Skin für Miko. Wukong Miko. Ja, mal Wukong einblenden. Ist ein Charakter aus League of Legends, wer es vielleicht kennt. Sowieso League of Legends und Rouses haben große Ähnlichkeiten. Ich habe auch privat ziemlich viel League of Legends gespielt. Also nicht, ich habe Wild Rift gespielt, also League of Legends auf dem Handy. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Da sehen wir mal die ganzen Pins. Ist echt cool. Und ja, legendärer Skin natürlich. Wann kommt denn der raus? Ich schau gerade. Direkt mit der neuen Season. Also ab dem 1. Februar 2024 könnt ihr euch diesen Skin holen, falls ihr wirklich unbedingt einen krassen Miko-Skin wollt natürlich. Sieht schon geil aus. Sieht schon geil aus. Und das ist die Kill-Animation, dieser Stab. Seht ihr den? Schon ganz geil, oder? Habe ich mal gar keinen Bock, wenn ich dann noch von so einem Miko gekillt werde. Und dann hopst er da rum mit seinem Wukong-Aussehen und ist immer noch dieser dumme Stab dann immer dabei. Aber schon krass. Wir wollen einmal die Ult natürlich noch sehen. Habe ich, glaube ich, noch gar nicht angeschaut. Jetzt bin ich gespannt. Ja, wusste ich gar nicht. Oha. Gerade nochmal direkt. Die habe ich mir noch gar nicht angesehen. Oh. Ach, boah. Oha. Das war schon krass, sage ich ehrlich. Okay, nochmal. Acht auf die Stange. Die ist schon absolut geil. Und dann dieser ganze Erde wackelt halt, wenn er landet, ne? Boah. Die sterbe auch noch dann. Wow. Geiler Skin, wirklich, hä? Jetzt sind wir schon bei den legendären Brawlern. Aber Miko war gerade echt eine geile Überraschung, fand ich. Nochmal Spike, Sakura Spike, Robo Spike, Maskierter Spike, Dunkler Lord Spike, Kampfholz Weihnachten Spike. Schlechteste Übersetzung, finde ich. Also viel zu lang. Heißt Lorgmess auf Englisch. Und Pyromane Spike. Allgemein legendäre Brawler haben bestimmt viele Skins, da die legendären natürlich auch beliebt und selten sind. Und ich gehe mit dem Dunklen Lord Spike. Ist ja, glaube ich, obvious. Einer der besten Skins. Immer noch im Spiel. Geiler Skin. Stopp, stopp, stopp. Wir haben noch den neuen Toonspike-Skin. Ich liebe diesen Skin. Ist er. Es ist wirklich Geschmackssache. Also aktuell würde ich ihn sogar lieber spielen, auch natürlich, weil er neu ist. Und er ist der einzige 2D-Skin im Spiel. Aber ist er wirklich krasser als der Dunkle Lord-Spike? Ich glaube, wenn der Dunkle Lord das rauskommen würde, würde ich den bevorzugen. Die neuen Skins sind halt irgendwie immer krasser, da sie eben gerade neu sind und erst ins Spiel gekommen sind. Weil sie noch was Besonderes sind. Schaut euch das halt an. Ich liebe das. Ist das geil. So, und auch der wird schon direkt zum 4. Januar verfügbar sein, zur neuen Season, zur Cartoon-Season. Und ich liebe diesen Skin. Also ich sage ehrlich, vielleicht sogar meinen Favoriten-Skin insgesamt heute.
Das ist so geil. Ich werde den, glaube ich, sogar pushen. Ich muss mal schauen, ob ich zum Pushen kommen werde, da ich aktuell Probleme mit meinem Handgelenk habe und nicht so viel spielen darf. Schau ich das jetzt an. Die Geräusche. Mal kurz still. Und hier auch dieses Adern jedes Mal, wenn der Brawler noch aufplatzt. Es ist schon echt ein geiler Skin. Also damit zu spielen. Und dann noch diese Ulti. Ist halt ein legendärer Skin, ne? Aber ist halt schon krass. Da ihr jetzt keine Gems mehr für den Brawl Pass braucht, sind bestimmt mehr Gems übrig, auch für Skins zum Beispiel, auf die ihr sparen könntet. Wir haben Leon mit dem Haifisch-Leon-Skin, dem Werwolf-Leon-Skin, dem Sally-Leon-Skin, dem Lino-Leon-Skin, süßes oder saures Leon und Leon der Streuner. So, den besten Skin habe ich leider nicht auf dem Account gekauft, weil ich ihn vergessen habe. Super. So, jetzt extra für euch hier nochmal auf den anderen. Ach, Digga, was ist das denn jetzt? So, immer, wir kriegen echt eine solide Saisonbelohnung hier. WTF, kann das bitte aufhören? Danke. Oh Gott, ich hasse es. Ich will einfach nur bitte ins Spiel jetzt rein, um euch den Skin hier zu zeigen. Da, weißer Wolf Leon, für mich der beste Leon-Skin aktuell. Auch eine coole Animation nochmal. Wir haben Sandy mit dem schläfrigen Sandy-Skin in Blau, Zuckerfreak-Sandy, Laternen-Sandy und Sandy-Koya. Boah, ich gehe, glaube ich, mit Sandy-Koya. Der ist ganz cool und sieht aus wie Mickey Mouse, wenn sie ihre Ulti macht. Ember hat echt zwei coole Skins. Ich finde den Ember de la Vega-Skin schon sehr krass, aber der Frostkönigin-Ember-Skin ist zurück im Shop auch, glaube ich, ein absolut geiler Skin für mich. Ist der beste. Das erinnert mich irgendwie an Frozen, den Film. Den habe ich erst letztens zum ersten Mal mit einer Freundin gesehen. War sehr schön. Dann haben wir Mac mit dem Käfer-Mac-Skin. Den Monster-Truck-Mac, Jaguar-Geist-Mac und Megalodon. Ich gehe, glaube... Ich kann mich schwer entscheiden, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich gehe sogar mit Jaguar-Geist-Mac. Ich finde irgendwie alle Mac-Skins sehr krass und irgendwie so ein bisschen alle auf einer Höhe. Surge ist inzwischen ein legendärer Brawler und damit haben wir den Mecha-Paladin-Surge-Skin, DIY, Surge-Kong und Octo-Surge. Ich gehe, glaube ich, mit dem Octo-Surge-Skin. Der hat auch coole Animationen, ist so ein Piratenschiff-Skin. Dann haben wir Chester mit finsterer Chester und Naturgeist-Chester. Ich finde diesen Skin echt underrated. Ich glaube, er ist auch super selten. Dafür finde ich ihn wirklich echt cool. Der Push kommt auch, glaube ich, echt gut an mit so kleinen Waldgeistern um ihn rum auch. Geiler Skin. Cordelius hat den Giftpilz-Cordelius, Sporenhirn-Cordelius und Plünderer-Cordelius. Ich finde die beiden Cordelius-Skins nicht so krass, aber den finde ich ziemlich geil. Den finde ich wirklich ziemlich geil. Vor allem mit diesem großen Pilzhirn oder... Sporen sollen es ja sein, also Pilze. Ja, und wir haben auch schon einen neuen legendären Brawler, und zwar Kit. Und die kriegt direkt einige Skins. Und zwar zuallererst haben wir den langweiligsten noch, den können wir auch direkt freischalten. 29 Gems, es ist Billy the Kid, angelehnt an den Wilden Westen praktisch. Hat es auch, glaube ich, keine speziellen Schussanimationen. Ich kann natürlich trotzdem einmal ganz kurz im Spiel anschauen. So, hier sehen wir ihn einmal. Ja, ist halt einfach nur praktisch eine graue Version. Ne? Dadurch, dass er auch eben selten ist als Skin, wird er auch nicht besonders sein von den Animationen. Nee. So, hier sieht es allerdings anders aus. Es ist der Brawl Pass ab Februar. Also ab dem 1. Februar könnt ihr den Brawl Pass kaufen und damit auch, zumindest auf der letzten Stufe, den Kitboxer-Skin kriegen. Da sehen wir ihn einmal hier. Und dazu noch das hier. So sieht der Kitboxer hier einmal im Menü aus. Ist der... Ja, normale Brawl Pass Skin praktisch. Für 7 Euro müsste der Brawl Pass, denke ich, kosten dann. Hier einmal der Skin nochmal im Spiel. Ist schon ganz geil. Das sind so die Klauen von ihm. Das ist schon sehr, sehr krass. Das ist wirklich krass. Also es ist krass, aber ist cool. Hier nochmal im Menü gedreht. Vor allem hier der coole Schwanz, was sehr viele sehr lustig fanden in den Kommentaren letztes Mal. Dann dazu haben wir die weitere Farbvariante mit dem Kitboxer Goldpfote. Und natürlich Kitboxer Dunkelpfote. Das sind die beiden Farbvarianten im Brawl Pass Plus. Da sehen wir es einmal. So, hier haben wir Kitboxer Goldpfote in Braun und Kitboxer Dunkelpfote. Welchen finde ich jetzt am coolsten? Ich glaube tatsächlich sogar Kitboxer Goldpfote. Ist meine persönliche Meinung. Der sieht am coolsten aus, ja. Lasst ihr immer natürlich gerne ein Abo da, wenn ihr keine weiteren Browsers oder Update-Videos verpassen wollt. Wie immer schaut gerne bei meinem Merch vorbei auf jojonas.shop oder über den ersten Link in der Beschreibung. Noch bis Weihnachten sind die Weihnachtsdesigns verfügbar. Mit dem schaust du auf das goldene Ticket, bei dem ihr ein Video mit mir zusammen gewinnen könnt. Bis dann, danke für den krassen Support. Danke, dass ja, ihr aktuell so viel die Videos anschaut. Das ist echt absolut krank, was aktuell abgeht. Ich kann es kaum in Worte fassen. Deswegen bleibt gerne dabei, würde mich sehr freuen. Da ist noch der Abspann verlinkt. Und haut rein. Danke, ciao.